und willkommen zu diesem Video. Diesmal geht es darum, vielleicht kann man schon ein bisschen was ahnen. Ich habe bei meinem Auto die Sitze ausgebaut. Ich werde eine Sitzheizung nachrüsten. Habe mir da bei eBay was gekauft. Ja, steht bei für die C-Klasse. Also die Bezüge an sich, die passen. Also die Bezüge, nicht die Matten, sollten also passen. Einzige, ich habe schon mal so ein bisschen angefangen. Hier ist schon ein Loch drin, das steht auch extra in der Anleitung. Im inneren Bereich kann man problemlos schneiden, alles überhaupt kein Problem. Der muss nämlich dann hier in der Mitte, ist diese Öffnung dann drüber, da wird dann der Sitzbezug, in dem Fall hier mit diesem Clip, eingehakt. Ich hoffe, man konnte das jetzt einigermaßen sehen. Also dann auch in dem Moment werde ich da nochmal drauf eingehen. Ich habe erstmal nur eine Seite hier angefangen und detailliert werde ich es, wenn ich die andere Seite, den anderen Sitz dann mache, da werde ich es ein bisschen detailliert auch erklären und dabei filmen den ersten Sitz. Werde ich erstmal so machen, damit das nachher beim Erklären alles ein bisschen schneller geht. Ja, wie man die Sitze ausbaut und dann auseinander nimmt, jedenfalls zumindest den unteren Teil, die Sitzfläche, habe ich ja schon in einem Video gemacht, wo ich bei der anderen C-Klasse die Belegungserkennungsmatte oder wie auch immer sich die Scheiße nennt, wie ich die neu gemacht habe, da habe ich ja den Sitz auch schon rausgenommen, die Fläche, ja, das komplett den Bezug runtergenommen. Das heißt, da werde ich nichts mehr groß zu sagen bei diesem Mal. Und gut, klar, Rückenlehne werde ich natürlich noch erklären, haben wir ja noch nicht gemacht im Video. Deswegen, ja, also Sitzfläche haben wir ja schon ausgebaut. Ja. Gut, ich habe jetzt erstmal nur geguckt, tatsächlich, ob das an sich ja alles so hinhaut, eine Anleitung, man soll halt nachgucken, gucken, wie das mit den Drähten ist. Da bin ich jetzt noch bei zu gucken, also mit diesen Spanndrähten von dem Sitzbezug. Da werde ich jetzt gleich mal eben gucken, wie das ist, und dann gehe ich erstmal ans Auto. Das steht nämlich auch noch extra drin und soll erstmal einmal anklemmen, die Matten, und gucken, ob das überhaupt alles so funktioniert. Und dann in die Sitze einbauen. Ja, logisch eigentlich auch. Ja, das heißt, ich werde dann erstmal sehen, wie ich hier die Kabel, was da alles so bei ist. Eine Sicherung ist auch noch mit dabei. Eine 10 Ampere werde ich dann auch natürlich mit einbauen, wie sich das gehört alles. Ja. Das werden wir dann also als nächstes erstmal sehen, wie ich das am Auto mache. Das weiß ich jetzt selber auch noch nicht so genau, da muss ich mal sehen. Ja, wie gesagt, mal gucken. Ich gucke mir jetzt erstmal das andere hier an, mache quasi einen Sitz fertig, sozusagen. Und das werde ich dann erstmal noch nicht, aber ja. So, also wie man sehen kann, Mittelkonsole schon gut zerlegt. Ja, hier ist schon alles weg, das haben wir aber ja auch alles schon gemacht in den anderen Videos. Da, wenn ich dran denke, verlinke ich die. Ansonsten, ja, guckt einfach im Kanal. Beim Radio ausbauen, beim anderen Auto haben wir das ja gemacht. Ist ja alles nicht so das Problem. So, jetzt will ich den noch mal aus dem Weg haben. Dazu kann man den einfach ziehen. Dann sieht man ja hier diese, ja, Kunststoffmutter, wie auch immer. So weit drehen, wie es geht, also losdrehen. Und dann kann man den einfach hochziehen. Und dann ist er auf dem Weg. So, dann habe ich auf dieser Seite hier ist noch so ein kleines Kunststoffding, da gehe ich mal eben dichter ran mit der Kamera. Ich versuche diesmal auch wirklich mal darauf zu achten, dass ich nicht so extrem wackel, wenn ich sie selber halte. Dieses Stück hier, das ist, ne, hier an der Seite, das kann man einfach zack, ganz leicht rausnehmen. Und dann, das mache ich jetzt mal auf der anderen Seite, zeige ich das, weil ich jetzt dann es dann besser zeigen kann, weil ich besser aufs Display gucken kann. Ist hier eine Schraube. Die nehme ich los. Und dann hoffe ich, dass ich, also natürlich auf beiden Seiten, dann hoffe ich, dass ich die Mittelkonsole quasi hier das raus oder lose habe. Dann kann ich nämlich, ne, von hier, ich sitze jetzt quasi da, wo der Sitz dran ist, würde ich das Kabel hier unterm Teppich und dann da hoch so lang legen. Aber das zeige ich dann nochmal in dem Moment. Ich stelle euch aufs Stativ. Guck mal eben, ob man da überhaupt was sehen kann. Ah, sieht ganz okay aus. Dann schnappe ich mir Werkzeug und schraube auf beiden Seiten die Schrauben los. Ja,
Es ist ein 40er Torx. Ups. Ah, das ist nur so eine. Ah, okay. Das ist nur so eine Entriegelung quasi. Also braucht man nicht die Schraube irgendwie rausdrehen. Was ist hier jetzt lose? Jetzt muss ich ja hier mein ganzes Kabel gedöhnt, was ich hier so irgendwie liegen habe. Natürlich gerade relativ im Weg. Ah, ja, okay. Aus versehenerweise. Hier sitzen zwei Schrauben, theoretisch. Die habe ich vorhin schon rausgedreht, weil ich mich vertan habe. Die beiden äußeren sind ja vom Klimabedienteil. Die müssen dann halt auch weg. So, und jetzt wollen wir mal gucken, wo das Ganze noch festsetzt. So, da bin ich wieder. Hab mich ganz kurz schlau gelesen. Also als erstes, hier ist Fach in der Mittelkonsole. Dann nehmen wir schnell den Teppich raus. Dann sehen wir da hinten zwei Schrauben. Dann da und wo ist sie? Da die Schraube. Diese hier auch noch. Und dann sollte es das schon gewesen sein. Den Rest mit diesen beiden Schrauben und den hier vorne haben wir ja schon. Ich setze euch wieder aufs Stativ, dann wackelt es auch nicht so. Wie ihr seht, Mittelkonsole ist raus, nach Entfernen der vier Schrauben, die ich gezeigt habe. Und ja, dann sind es ja hier vorne noch. Jetzt damit sieht man ja diesen Dorn. Ja, da sind die mit dem 40er Torx, die beiden Schrauben, die muss man ja nur eine halbe Umdrehung lösen. Die vier anderen eben komplett raus, dann hinten hochheben, die Mittelkonsole, und vorsichtig nach hinten wegziehen. Und schon ist das raus, also... Das ist wirklich kein Drama. Das sieht jetzt wüst aus hier drin, echt. Also, muss man echt sagen, das sieht nach viel mehr Arbeit aus jetzt. Aber ist es halt nicht. Deswegen wäre das Blödsinn gewesen, das nicht zu machen und sich da einen abzufriemeln. Jetzt kann ich wunderbar die Kabel unterm Teppich verlegen, nachher die Mittelkonsole wieder ranbauen. Und vor allen Dingen habe ich sie jetzt raus und kann den Einbau, den ich vorhabe, mit den Schaltern, wie ich die legen will und so weiter, kann ich jetzt viel schöner gestalten, viel einfacher auch gestalten. Da brauche ich jetzt nicht mehr mich hier im Auto abquälen. Das kann ich mir mit in die Werkstatt nehmen und alles schön machen. Das zeige ich so, aber dann. Ich bin also am Kabel verlegen jetzt. will jetzt mal eben eine Kleinigkeit zeigen. Da werde ich jetzt nicht, brauche ich jetzt noch nicht jeden Schritt zu zeigen. Das muss sowieso in meinen Augen jeder selber entscheiden, wie er das alles verkabelt, wo er das anschließen möchte. Also ich habe es jetzt so gemacht, ich werde direkt vom Sicherungskasten, vom Sicherungskasten kommt Strom, also von der Fahrerseite, da ist ja der Sicherungskasten, da ist überall Dauerstrom drauf. Ich bin jetzt mit einem Sicherungsträger, den kann man sich bei Mercedes holen, so eine Sicherungsdose nennt sich das. Teilenummer ist, muss ich kurz überlegen, 003-545-1301 müsste das sein. Ansonsten, wie gesagt, einfach eine Sicherungsdose, so und läuft das im Online-Teilekatalog. Den habe ich mir geholt. Da ist dann eben eine 20 Ampere Sicherung dran. Da angeschlossen mit Dauer, also das ist halt, da ist Dauerstrom. Da angeschlossen ist ein Relais, was eben Dauerstrom und Masse natürlich Anschlüsse hat und dann ein Schalteingang und zwei Ausgänge. Wenn der Schalteingang Strom kriegt, schaltet er auf die beiden Ausgänge den Dauerstrom eben durch. So, diesen Schalteingang werde ich mit Zündplus belegen. Das werde ich bei mir noch zusätzlich mit am Zigarettenanzünder mit anklemmen. Ist in dem Fall kein großes Problem. Das ist
alles hier unter so ein bisschen Kabelgewühl. Das wird ein bisschen lustig, das nachher wieder reinzukriegen, ohne das Kabel abknicken und so. Ja. Deswegen habe ich also Kabel da verlegt. Da ist ja, deswegen, das kann ich ruhig von da nehmen. Da ist ja keine große Stromaufnahme, um dieses Relais zu schalten. Ja, und von dem Relais eben die zwei Ausgänge. Einmal links, einmal rechts Sitzheizung. So werde ich das hier verlegen. Habe jetzt hier, das ist schon das Kabel von der, das ist das Pluskabel von der Sitzheizung. Das liegt hier schon schön unterm Teppich. So. Masse ist hier unter diesem Teppich, ist ein Massepunkt. Dafür muss diese Verkleidung weg. Die sitzt hier vor. Da ist dann in diesem Oval, da ist ein Stopfen vor, also so, naja, so eine Kappe vor. Da sitzt eine Schraube hinter, die muss man lösen. Und dann ist die, das müssen wir jetzt mal eben, ups, wo sind wir, wo sind wir? Da sind wir in diesem gelben Clip, ist was eingeklippt. Und hier war da unten ist irgendwo noch einer. Kann man, hoppala, so, kann man da jetzt ganz gut sehen hier, dieses Stück hier, da ist der Clip drin und hier, da unten ist auch noch eins, ja, da ist das eingeklipst, sitzt ziemlich stramm drin, aber das ist alles so massiv, da bricht man nicht so schnell was kaputt. Und dann eben noch hier die Abdeckung. Die muss man einfach nur vorsichtig dann, hier vom Einstieg, muss man einfach nur dann, wenn man die andere raus hat, vorsichtig hochziehen. Und hier hinten ist die eingesteckt, also einfach vorsichtig hochziehen, dann merkt man, wie die fest ist. Ja, und dann kann man hier den Teppich hochnehmen. Ja, so, und dann ist da ein Massepunkt direkt. Da sieht man die drei roten Kabelösen. Ja, das sind eben die neuen. Zweimal Masse von der Sitzheizung, einmal Masse vom Relais. Und ja, hier liegt noch ein Kabel, das ist dann für meine Öltemperaturanzeige. Die muss ich dann eben noch in den Motorraum ziehen. Das wird aber im Moment nichts, weil ich noch keinen Schlauch habe, den ich rüberziehen kann über die Kabel, um die vor Feuchtigkeit zu schützen. Und weil ich im Moment die Sensor auch noch nicht anbauen kann. Ist im Moment aber auch egal. Da wird es dann extra Video wahrscheinlich zu geben, denke ich mal. Jo. So viel zum Verkabeln. Also wie gesagt, dieses Kabel hier, das Pluskabel von der Sitzheizung, hier ist der Rest von dem Kabelbaum. Das wird dann eben zum Relais gelegt. Auf anderer Seite genauso. Masse direkt an diesem Punkt und dann sollte das laufen. So, ich bastel die Verkabelung jetzt also fertig und ich denke mal, dann geht's weiter mit dem Einbau der Mittelkonsole, Schalter ranmachen. Wie ich die festgemacht habe, jetzt werde ich kurz zeigen, aber das muss natürlich auch jeder, ich habe mir da was gebastelt mit einem Stück Blech, was ich eingebaut habe in die Mittelkonsole, in das Münzfach, und wo Münzen und Getränkehalter quasi ist. Da ist ein komplett ausgefüllt mit Blech. Da sind die beiden Schalter eben für die Sitzheizung und eine 12-Volt-Dose. Die werde ich vielleicht nochmal umbauen auf USB, dass das einfach eine USB-Dose direkt ist, weil für was anderes brauche ich die dann nicht, außer Handyladen halt. Jo. Dementsprechend muss ich mal gucken. Also als nächstes dann Mittelkonsole einbauen. So, Mittelkonsole ist soweit wieder drin, jedenfalls der Hauptteil. Wie ihr sehen könnt, habe ich einmal hier, gut, das ist meine Kabel für die, die muss ich noch ein bisschen so, für die 12-Volt-Steckdose, die ich hier drin habe dann gleich. Und das sind jeweils die Kabel für die Schalter der Sitzheizung. Und jetzt brauche ich meine Schalter. Die habe ich hier auf so einer Platte. Und das sitzt dann nachher da irgendwie so drin. Ja, die Kabel sind jetzt natürlich alle ein bisschen
lang, aber da man unter dem Deckel nachher nichts sehen wird, kann ich die da wunderbar drinnen aufrollen. So. Die beiden Stecker nehme ich durch das Loch. Die beiden nehme ich durch das Loch. Sieht jetzt im Moment, glaube ich, alles auch noch sehr wild aus. Aber ich bin guter Dinge, dass das nachher, wenn ich dann mit allem fertig bin, auch vernünftig aussieht. So. Fest. Rollo zu und man sieht nichts mehr. Jetzt will ich mal irgendwas ausprobieren, weil wenn das funktioniert, ich meine, ja, schade, das geht nämlich leider nicht. Adapter für 2 USB. Das heißt, ich werde das tatsächlich irgendwann umbauen. Wenn das jetzt so gepasst hätte, dass der da drin bleibt und das Rollo zugegangen wird, okay, ein bisschen hier hinten noch runterdrücke, dann geht das. Ja. Ist doch wunderbar. Zack, zack. An, aus, Sitzheizung. So, nachdem Zündung an. Das funktioniert. Da kommt Strom an. So. Das hat tatsächlich alles so geklappt, wie ich das wollte. Jetzt hier die Dämmung rein. Dann. Ja, was einem jetzt natürlich und vielleicht ein bisschen vermissen wird, ist hier der Münzhalter. Aber das schmeiß ich einfach mit dem Aschenbecher. Aber so noch nicht. Lege ich sie erstmal da rein. Und aufgrund, ich weiß gar nicht, ob man es jetzt im Moment mit sehen kann. So halb dunkel ist das hier. Muss ich mal ein bisschen mit Licht. Ich hoffe, dass überhaupt jetzt das anständig zu sehen ist. Ja, hier ist ja die Anzeige drin. Ich hoffe, das ist jetzt im Bild. Da werde ich mir jetzt halt den Gummilappen noch passend hinschneiden, dass der hier vorne, dass er damit reinpasst. Und dann können die Münzen da auch rein. Dann klappert nichts. Also in dem Plastik würde das ja klappern immer die ganze Zeit und das würde mich wahnsinnig machen. So, kommen wir jetzt dazu, wie man den Sitz zerlegt, beziehungsweise, naja, so Sitzfläche haben wir ja schon gemacht, wie ich bei der anderen C-Klasse die Belegungserkennungsmatte getauscht habe. Das heißt, da werde ich jetzt nicht, wie man die zerlegt, nicht drauf eingehen. Natürlich, wie man die Matte dahin der positioniert, das werde ich mal machen eben. Das ist ja kein großes Ding. Dann sehen wir hier, also übrigens, der Sitz ist schon fertig, das ist der Fahrersitz. Beifahrersitz habe ich hier schon auf der Werkbank stehen. Sitzfläche abgenommen. Dann, dafür nehme ich mal eben die Kamera runter, haben wir hier hinten 2 Schrauben und unten an der, quasi an diesem, ja, am Rückenteil, also am hinteren Teil der Rückenlehne. Die beiden Schrauben dreht man raus. Das mache ich jetzt mal eben. Das sind 20er Torx. Und weglegen. Gerade bei meinem Chaos hier im Moment. So, und dann zieht man die unten ein bisschen ab und dann einfach nach unten. Oben ist sie nur hintergehakt, das kann man so, denke ich mal, na, so ganz gut sehen. Ganz zur Seite. So, und dann sieht man hier rundherum diese ganzen roten Clips. Das sind genau die gleichen Clips. Also guckt euch einfach, wenn ich daran denke, werde ich das Video mal einblenden, beziehungsweise unten in der Kommentarbox, in der Infobox verlinken für die Sitzfläche. Und ja, werden wir sehen, wie ich das mache dann. Auf jeden Fall kann man da dann eben sehen, wie man die Sitzfläche abnimmt. Und da sind eben auch diese ganzen Clips. Da ist der Draht eingehakt, aber wie gesagt, guckt euch erst das Video an für die Sitzfläche. Und dann brauche ich hier nämlich nicht alles doppelt zu erklären, wie man die aushakt. Das heißt, da werde ich jetzt gleich mit anfangen, beziehungsweise als erstes gehen wir nochmal ein bisschen genauer drauf ein.
weiß nicht, doch, kann man ganz gut erkennen. Hier ist der Bezug einfach nur über so, ja, über Metallhaken übergehakt. Einfach hochziehen und dann kann man ihn, ist der da schon weg? Na, Stange ab, so. Und so. So. Hier an der Seite ist auch drauf noch. Ja, gerade so. Ein bisschen hier auch genauso und eben andere Seite auch. Zack, dann ist er da schon los. Hier ist er genauso wie eben bei der Sitzfläche auch gespannt oder rüber mit so einer Art, ja, aber so ein Kunststoffprofil, was über die Blechkante rübergesetzt ist. Muss ich euch mal ein bisschen weiter wegstellen. Huch. Sorry für den Wackler. Den kann man dann im Normalfall relativ einfach im Notfall mit dem Schraubenzieher vorsichtig. Aber so hier von unten komme ich nämlich ran. Jetzt kann man den einfach ja, runterhebeln. Wenn man an einem Ende den hat, dann kriegt man den Rest so runtergezogen. Wenn man so weit war, dann waren ja bei der, sind ja bei der Sitzfläche nur noch hinten die drei großen Clips. Und dann konnte man den ganzen Kram abnehmen. Das mache ich jetzt hier nicht. Das ist etwas aufwendiger. Das braucht man aber auch gar nicht. Jetzt lege ich mir den auf die Erde, weil die Werkbank ein bisschen zu eng ist dafür. Oder ja, weil ich immer hin und her drehen muss. Es geht auf der Erde einfacher. Von daher werde ich das Stativ jetzt mal runtersetzen. Auf der Höhe oder Tiefe der Tatsachen. Ist einfach hier auf der Erde. Ich kann auch ganz gut hier auf der Erde sitzen. Und es ist einfach an sich so halt einfacher, weil man den immer hin und her drehen muss und so weiter. So, es hängt hier noch hinter der hinter der Verkleidung der Bezug so ein bisschen fest. Dann kann man den aber relativ einfach hinter wegziehen. Dann hat man ihn so schon mal. Und dann dieser Schaumstoff hier. Das ist jetzt ein bisschen das Gurtschloss natürlich. Ich versuche das mal von hier. Erstmal kurz, na, auch noch nicht optimal. Hier ist Schaumstoff, der ist am Bezug fest, der gehört zum Bezug dazu. Wie ist das denn von da? Wenn ich von da... So, mal gucken. Doch, müsste eigentlich gehen. Also das ist im Prinzip, ist es jetzt genau das gleiche. Ich nehme sowieso jetzt die Kamera noch wieder in die Hand. Es ist im Prinzip sowieso das gleiche, wie bei der, also vom Öffnen her, wie bei der Sitzfläche. Ich fand es nur etwas schwieriger hier, weil man etwas schlechter rankommt. Wenn man jetzt hier unten ist, da ist auf beiden unten erstmal einer hier, da kommt man noch relativ gut ran. Naja, und dann sind die eben hier verteilt. Und die muss man dann eben nach und nach losnehmen. Im Prinzip braucht man nur, kann man diesen hier eigentlich schon festlassen. Ich hatte ihn beim anderen Sitz auch los, habe dann aber festgestellt, ich muss die Matte sowieso kürzen, weil es nicht passt sonst. Also sie wäre jetzt nicht bis hier oben drüber gegangen, aber sie wäre eben bis irgendwie etwa hier oder so gewesen. Hier in der Mitte kann ich eine Aussparung machen für den Clip, der hier ist, aber hier außen sind auch noch welche. An der Stelle kann man eben keine Aussparung machen, weil an der Seite eben, ja, seitlich an der Matte, das steht auch in der Einleitung, kann bei anderen Matten anders sein, aber diesen ist es eben so, wenn man da an der Seite was ausschneiden würde, dann kann man auch auf der Höhe komplett abschneiden, also habe ich das so gemacht und fertig. Das heißt, ich kann mir nämlich jetzt bei diesem Sitz sparen, das bis hier, das nur bis hierhin eben, bis dahin eben losnehmen. Ja, dann kann ich mir den Rest sparen. Ist nur unnötig Aufwand, deswegen... So, ja,
zur ersten Matte hier für die Rückenlehne. Ja, wenn man hier jetzt bis hier legt, oh, da, wenn sie da zu Ende ist, dann steht sie hier ziemlich weit über. Das heißt, ich werde da ein bisschen was wegschneiden, so dass sie bis, kann man das überhaupt, ja, kann man einigermaßen sehen, dass sie bis dahin geht. Das heißt, ich werde, ich kann natürlich auch mich an dem alten Stück, das fällt mir gerade so ein, ja, so, das habe ich beim anderen, ich hatte erst hier auch eine Aussparung für den Clip und da ist mir aufgefallen, hier außen sind die anderen, also komplett weg, daran werde ich mich jetzt mal eben orientieren. Auch mit dieser leichten, nee, Quatsch, gerade, keine Biegung, Blödsinn. Jetzt brauche ich meine Schere. Und dann kann die da schon angeklebt werden. Also wirklich in dem Fall, naja, schnell gemacht kann man auch nicht sagen, weil das schon ein ganz schöner Aufwand ist mit Sitze ausbauen und so. Ich denke mal, es würde sogar auch gehen, wenn ich jetzt gerade mal so überlege, den Sitz drin zu lassen, wenn man darauf keinen Bock hat. Aber ich sehe es so, das sind beim Sitz sind es 4 Schrauben, die man lösen muss, wo man sehr gut rankommt. Also, wo man wirklich echt nicht schwierig rankommt und die paar Stecker eben abmachen. Und dann kann man den Sitz rausnehmen, was ja auch sehr einfach ist, weil der genug Platz ist, um den rauszunehmen. Sowohl beim Kombi als auch bei der Limousine. Beim Coupé weiß ich es jetzt natürlich nicht. Ich denke mal, die Anleitung dürfte darauf auch verwendbar sein. Ich denke mal, die Sitze sind nicht anders aufgebaut. Will ich jetzt aber nicht keine Garantie für übernehmen. Und selbst wenn es etwas anders ist, also ja, wer sowas hier selber macht, der sollte das bisschen auch ein bisschen sich selber erarbeiten können, wie das in dem Fall geht. So, ja, da ist ja hier doppelseitige Klebeband hinten schon dran. Da habe ich Schutzfolie ab und jetzt aufgeklebt und schön fest. Kabel hier hinten durch. Und dann kann der schon wieder der Bezug schon wieder gespannt werden, schon wieder festgemacht werden. Eben genau in umgekehrter Reihenfolge und immer schön darauf achten, dass man ihn hier überall schön stramm zieht. Dass er nachher stramm sitzt, sonst sieht es halt blöd aus. So, und das war's schon. Kann man jetzt nochmal umdrehen. Sieht alles wunderbar straff aus. Ja, Rückenteil wieder ran hier. Einfach von unten reinschieben. So, bisschen hindrücken. Nimmt mal wieder den 20er Torx und die beiden Schrauben. Und schraubt die da einfach rein. So, wie man sieht, Sitz demontiert, Polster hier. Ja, hier die Matte. Ich habe schon mal hier die rote Markierung gesetzt. Da ist eben die Stelle, wo hier der Draht, wo dann in der Mitte eben dieser eine Haken durchgeht. Da schneiden wir jetzt ein Stück aus. Das habe ich beim anderen ein bisschen großzügig gemacht. Ich markiere mir jetzt, also das ist eben so die Höhe, markiere mir jetzt die Mitte der Matte. Die ist da. Und mache dann das ganze Ding 4 cm breit und 2 cm hoch, so etwa.
kommt da jetzt, bisschen sehr schief, kommt da jetzt so genau gar nicht drauf an, ob da ein Millimeter mehr weggeschnitten ist oder nicht. Hauptsache es ist eben genug Platz für diesen Haken. So, das mache ich jetzt nicht mit der Schere. Das geht. Das geht nämlich mit dem Cuttermesser deutlich besser. Und da ist das Stück raus. Und wenn wir sie jetzt hier auflegen, dann sehen wir, Aussparung passt. Ah, hätte ruhig noch ein bisschen weiter runtergekommt, bin ich. Aber ist gar nicht so dramatisch, denn man könnte natürlich jetzt akribisch da alles ausmessen. Aber in so einem Fall habe ich da einfach keinen Bock drauf. Weil ob ich jetzt hier die 5 mm, die ich hier jetzt noch wegnehme, die da sind oder hängen. Also in meinen Augen, klar wäre es schöner gewesen, wenn man es gemacht hätte, aber ich sehe da jetzt kein Problem drin, dass ich das nicht gemacht habe. So, natürlich kommt sie nachher so rum. So, was ich mir jetzt vorstellen kann gerade, blöd gelaufen. Da war schon wieder kurzzeitig der Speicher voll. Musste ich schon wieder irgendwas anderes löschen. Es tut mir echt leid, das ist mir wirklich peinlich, dass ich da vorher nicht nachgeguckt habe, dass ich genug Platz habe. Nichtsdestotrotz. Matte ist aufgeklebt. Und dementsprechend kann jetzt der Sitz wieder bezogen werden, also ganz normal zusammengebaut werden, werde ich jetzt nicht extra drauf eingehen, wie man das macht, weil haben wir in dem anderen Video ja schon gemacht, also insofern, Sitz zusammenbauen, dann wird's, denke ich mal, im Auto weitergehen, mit der Verkabelung. So, mir ist da gerade noch was Wichtiges aufgefallen, und zwar habe ich vergessen zu sagen, dass man natürlich hier geht ja dieser Draht durch, steht auch in der Anleitung. Das soll man dann extra isolieren, nicht dass sich da die Matte durchscheuert. Das heißt, ich werde hier auch in diesem Bogen und hier außen noch ein bisschen mehr, weil hier ja die Hauptdrähte quasi sind, da werde ich ein bisschen mehr mit Isolierband ein paar Schichten ein bisschen was drauf machen. Was heißt ein paar Schichten? Eine Schicht drauf machen und dann denke ich, sollte das gehen. So, das war's also nur wirklich zum Setzen. So, wie ihr sehen könnt oder erahnen könnt, ich sitze im Auto, beide eingebaut. Ja, Probefahrt habe ich schon gemacht und also die Heizung ausprobiert, funktioniert. Die braucht einen Moment, um warm zu werden. Also die C-Klasse von meiner Mutti, die hat die Serien- oder werksmäßige Sitzheizung, die ist deutlich schneller warm. Aber nichtsdestotrotz, sie wird warm, wird auch schön warm, ist wirklich schön angenehm. So, dann nochmal dazu, ich habe es zwar ja schon gezeigt, wie das eingebaut ist mit den Schaltern, aber nochmal dazu, wie es jetzt wirklich aussieht. Hier im Rollo, da drunter haben wir es jetzt eben. Links und rechts. Ist wunderbar versteckt. Was ich jetzt auch noch gemacht habe, dazu wird es aber auch noch ein komplettes Video dann geben, beziehungsweise jedenfalls zum restlichen, was ich dazu machen werde. Und hier sieht im Aschenbecher ist eine Digitalanzeige. Wenn ich da jetzt Zündung anmache, dann und das Handy irgendwie so hinhalte, dass das Handy das filmen kann. So, hier mal ein Error. Das ist eine Temperaturanzeige für mein. Ich werde eine Öltemperaturanzeige nachrüsten. Einfach den Sensor
Zum Einschrauben habe ich eine Ölablassschraube, mir eine neue geholt und aufgebohrt auf der Drehbank. Also nicht durchgehen, sondern einfach nur, nennt sich Sackloch gebohrt, also kein durchgehendes Loch, ein Gewinde reingeschnitten, den Sensor reingeschraubt, mit Loctite festgeklebt. Ja, die wird dann beim nächsten Ölwechsel wird die eben eingebaut und dann Kabel durchgelegt. Ich habe Kabel von der Anzeige jetzt schon bis da vorne unterm Teppich liegt der Rest irgendwo. Und dann ist da unten irgendwo, man muss hier die ganze Seitenverkleidung wieder runter, dann ist da eine Durchführung, dann kommt man neben der Batterie raus. Ja, und dann muss ich eben durch den Motorraum verlegen, vernünftig und so weiter. Wie gesagt, wird aber ein extra Video zu kommen. Schon mal als kleinen Teaser, wie sich das schön schimpft. Dauert aber noch, wir können ja mal eben drauf gucken. Scheiß Musik aus hier. Dauert noch 9600 Kilometer, bis der Ölwechsel fällig ist. Also habe ich noch ein bisschen Zeit mit, aber ich habe hier im Innenraum, wo ich das sowieso schon alles auseinander habe, ich mir gedacht, ich mache das gleich fertig. Dann brauche ich hier nicht nochmal alles auseinanderreißen. So, und jetzt zur Funktion an sich. Wir sehen, jetzt ist ja Zündung, habe ich jetzt ja an. Dann kann ich hier auf, jetzt habe ich es drauf. So ist aus, Stufe 1, Stufe 2, andere Seite genauso. Und wenn ich jetzt Zündung ausmache, geht's aus. Also alles korrekt verkabelt, alles wunderbar. Jo. Gut. Dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Da funktioniert alles. Die mache ich mir schon mal an, weil ich gleich los muss. Und ja, war ein bisschen unscharf gerade hier, aber egal. Also wie gesagt, das war es mit dem Video und ich hoffe auch, das hat euch gefallen. Und viel Spaß beim Nachmachen und viel Spaß beim Schrauben.